Auf die Frage, wie der Tag so war, antworten die meisten Schulkinder einfach nur gut oder okay. Um herauszufinden, wie es dem Kind geht und wie es sich fühlt, sollte man konkretere Fragen formulieren. Diese vier stellt man ihnen am besten jeden Abend. Erstens: Mit wem hast du heute gespielt bzw. abgehangen? So erfährt man, ob das Kind integriert ist und Freunde hat. Außerdem verrät seine Mimik beim Erzählen, wie es sich fühlt. Ist es glücklich, wird es beim Erzählen schmunzeln. Zweitens: Ist heute etwas Lustiges passiert? Die Frage verrät, ob das Kind über etwas lachen konnte und Spaß hatte, also glücklich ist. Nicht immer passiert Lustiges, aber das Kind wird über die Frage nachdenken und vielleicht fallen ihm andere Anekdoten ein, die es gerne teilen möchte. Drittens: Hast du heute etwas Neues gelernt oder ausprobiert? So erfährt man, ob sich das Kind langweilt oder interessiert am Unterricht teilnimmt und ob es mutig war und ihm etwas gelungen ist, was er vorher noch nie geschafft hat. Viertens: Brauchst du bei etwas Hilfe? Manchmal trauen sich Kinder nicht, um Hilfe zu bitten. Mit der Frage kommt man ihnen entgegen und macht es ihnen leichter, um Hilfe zu bitten.